Oh, es ist einer dieser stummen Clowns. Ich hoffe, der bleibt stumm. Dieses Bett ist sehr pink. Hallo. Du siehst sie, oder etwa nicht? Was sehe ich? Diese Geschöpfe, die jedem folgen. Meinst du die Schatten? Ich kann sie nicht sehen, aber ich weiß, sie sind da. Weißt du, was sie sind? Ja, ich glaube schon. Nun, erzähl es mir bitte. Malst du gerne? Ich liebe es zu malen. Ja, ich liebe es auch, aber erzähl mir mehr über die Schatten. Stift, ein Stift. Ich will einen Stift finden. Ich male die ganze Zeit. Ich will meine Katze finden. Mal eine Katze, wenn du keine hast. Ich könnte eine Katze malen, aber ich will meine wiederfinden. Deine Katze ist in Gefahr. Die Schatten nahmen ihn, ich weiß es. Wer hat dir das gesagt? Der mir folgt. Tschüss. Ja, ein ganz normales Gespräch zwischen Kindern, nicht wahr? Das sind meine Stifte, meine! Ich mag diesen grünen Stift einfach so sehr. Kann ich ihn haben? Nein, dann kann ich nichts mehr grün malen. Das ist lächerlich. Oh, das stimmt. Aber du hast viele andere Farben. Ja, viele Farben, aber du weißt, sie mögen es nicht, wenn ich male. Wer? Die Schwestern. Sie fesseln mich, wenn ich malen will. Kann ich es nicht. Das ist komisch. Schließlich ist das doch eigentlich durch Dr. Dieren irgendwie, soll sie doch malen. Warum verbieten die Schwestern ihr das? Sie sind ganz schön grantig und bösartig. Ja, mich fesseln sie auch manchmal. Das tut weh. Wenn ich nicht malen kann, verletze ich mich. Dann fließt die rote Milch. Schau! Oh, die Arme. Bitte heile mich, ja, und stoppe die rote Milch. Mal sehen, was ich tun kann. Wir haben doch, Pflaster bekommen. Die benutzen wir jetzt einfach mal. Na also. Das funktioniert doch schon mal. Ich muss sagen, mir gefallen diese Zeichnungen wirklich sehr, sehr gut. Die sind echt niedlich. Die haben ein bisschen was von Tim Burton. So ganz leicht, aber... Also ich finde die super. Oh, danke. Du kannst den Stift haben. Jetzt geh. Ich muss malen. Cool. Crayon. Na gut. Wir wollen aber nochmal schauen, welche Dämonen sich hier verbürgen. Verbergen sonst auch. Oh, sie sieht aus wie eine Puppe. Seht mal. Und so Hände, die um sie rumgreifen. Und diese... Oh, das hasse ich bei Filmen generell, wenn die Stühle wackeln. Brr. Es sind auch überall Kinderhände und auch das... Der Clown ist auch weg. Schaut mal, der Clown ist hier. Auch hier steht, du kannst sehen. Oh, das sieht wirklich creepy aus. Also ich habe ja das Gefühl, dass jeder Patient, der hier ist, so einen Schatten hat. Also so einen persönlichen Dämon, der ihm schlechte Dinge einredet, damit er sich schlecht fühlt. Warum siehst du aus wie eine Stoffpuppe? Weshalb haben sie... Was haben sie dir angetan? Bitte sag doch jemand was. Du solltest dir nicht die Schuld geben. Sei still. Er nimmt dir das unschuldige Kind in dir und verzehrt es. Niemand glaubt dir, obwohl die Wunden bluten. Wo ist der Clown hin? Das haben wir ja schon gesehen. Oh, Gänsehaut sogar in den Knien. Hattet ihr schon mal Gänsehaut in den Knien? So ein Schauer? Oh. Sogar die reinsten Dinge sterben an diesem Ort. Okay, den kann ich nicht anklicken. Aber... Immerhin keine toten Tiere. Dann gehen wir wohl mal.
Oh, Moment, ich wollte nur noch mal kurz was gucken. Wir sind vorhin aus Raum 4 gekommen. Aha, hier ist kein Schild. Und was mir noch aufgefallen ist, wenn wir die Pillen nehmen, dann ist. Oh, ist dieser Treppengang verschlossen? Okay. Wir gehen jetzt mal weiter. Huch! Huch, da bist du. Du solltest in deinem Zimmer sein. Die Tür war zu. Uiuiuiui. Aber sie haben sie offen gelassen. Ich bin mir sicher, sie waren nicht offen. Ich weiß es, weil ich sie abgeschlossen habe. Wie bin ich sonst rausgekommen? Sie war offen. Versuch nicht, mich reinzulegen. Geh in dein Zimmer und warte auf den Doktor. Ja, das hat ja gut geklappt. Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss einen Ausweg finden. Wie wäre es denn, wenn wir einfach nochmal abhauen? Oh. Bist du aus deinem Zimmer ausgebrochen? Das ist nicht nett, Fran. Aber ich habe Hunger. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ich will keine Entschuldigung hören, junge Dame. Herr Doktor, bitte lassen Sie mich raus und etwas essen. Du musst lernen, auf die, die das Sagen haben, zu hören. Natürlich, Lektion gelernt. Mach es einfach nicht nochmal, Fan. Geh und iss jetzt, dann zurück ins Bett. Ach ja. Einfach mal um den Finger gewickelt. Dann gehen wir mal. Aber schon seltsam, wir können uns wohl doch hier frei bewegen. Sir Oswald Harrison, ein bärtiger alter Mann. Ich frage mich, warum er den Ort hier gebaut hat. Vielleicht hatte er ein verrücktes Kind und wollte es loswerden. Das klingt ja nett. Wollen wir hier schon mal gucken? Oh, ich mag gar nicht. Also eine Frau, die sich aufgehangen hat und eine Uhr. Eine blutende Uhr. Hallo da oben. Ihr Kleid ist sehr schön. Meine Mutter hatte auch sehr schöne Kleider. Also das ist jetzt auch schon das zweite Mal, dass wir auf dieses blaue Kleid aufmerksam gemacht werden. Und wenn die Mutter auch irgendwie, also irgendwas. Wir werden sehen. Hier ist noch eine Uhr. Oh, diese Uhr klingt komisch. Es fühlt sich an, als ob sie direkt in mein Ohr flüstert. Ich verstehe nicht, was sie sagt. Gehen wir mal weiter. Wenn ich die Polizei anrufe, helfen sie mir ja bestimmt doch nicht. Entschuldigung, der Schlüssel da oben, kann ich ihn haben? Klar könnte ich dir den Schlüssel geben, wenn du mir einen Kuss gibst. Wie bitte? Das hat er gerade nicht wirklich gesagt, oder? Na super. Also Kinder, die schutzlos sind und Hilfe brauchen, müssen hier auch noch sich mit so pädophilen Arschlöchern rumschlagen. Was für ein Mistkerl! Sie können ihren Hintern küssen. Na, meinen auch nicht. Garantiert nicht. Komm schon. Wie gesagt, ein Kuss in den Schlüssel. Was meinst du, na? Ih, der ist so eklig. Die Tafel ist leer, keine Zeichnungen. Ich will gar nicht in der Nähe des Wachmanns sein. Der Büroschlüssel, er muss es sein. Aber wie komme ich da ran? Hey, was schaust du dir da an? Nichts, denke ich. Du kannst also denken. Du solltest dran denken, hier zu verschwinden. Sir? Ich gehe dahin, wo ich will. Gehen? Wohin? Zu Mami und Papi? Hau ab. Hey, Hände weg von der Bürotür. Okay. Oswald Asylum. Also Oswald Asylum. Ach ja, stimmt. Also der bärtige Mann ist halt der, der es erbaut hat. Heutige Besucher. Bronstone. Morg.
Ach so, können wir hier vielleicht was sehen? Ich komme an diesen kleinen Fenster nicht ran. Ja, was soll man dazu sagen? Wieder tote Tiere und das ist echt widerlich. Hier oben steht, hol den Schlüssel. Ich frage mich, welcher Teil des Körpers das ist. Ih, ein knuspriger Schweinekopf, bereit serviert zu werden. Bäh, Herr Schwein ist nackt. Herr Schwein hat keine Flügel zum Fliegen. Ich sehe keinen fliegenden Herr Schwein. Ich glaube, mein Kätzchen hätte Angst davor. Na gut. Oh, wer ist sie? Hallo, geht's dir gut? Was soll denn das heißen? Ich wollte nur wissen, ob du okay bist. Ich will nichts sagen. Der Doktor schneidet dir den Kopf auf, wenn du nicht gehst. Er isst gern Gehirn. Meins hat er schon. Er hat all meine Gedanken gegessen. Dein Gehirn gegessen? Deins ist er auch. Ich habe dich im Büro gesehen. Du warst tot. Oh nein, da muss ich los. Ich hoffe, du findest neue Gedanken. Der Doktor hat ihr Hirn gegessen. Er hat ihren Kopf aufgemacht. Das ist irgendwie alles ganz komisch und ich glaube, hier ist auch irgendwas nicht ganz koscher. Wäre ja auch seltsam, wäre es so, oder? Ihh, schaut mal. Oh, das ist ja ekelhaft. Teddy, was machst du denn hier? Bist du auf dem Weg und besuchst einen anderen Teddy? Sag Hallo von mir, wenn du da bist. Sie hat immer noch so eine sehr, sehr, ich weiß auch nicht, fröhliche Art und Weise, mit den Dingen umzugehen. Ein absolut positiver Mensch. Aber dieses Mädchen hier, schaut mal, hier ist nur noch der Schädel zu sehen. Das Mädchen wurde ganz und gar aufgefressen von diesem Dämon. Ich werde dich auslachen. Ich werde dich anlügen. Ich werde dich verstecken in den Schatten. Okay. Was haben wir hier? Noch mehr Clowns. Und Actionfiguren. Immerhin. Isabel! Sie wacht nicht auf. Ich glaube, das heißt, dass sie stark sediert ist. Immerhin kennt sie das Wort schon. Würdest du mir helfen zu fliehen? Mit deinen großen Muskeln und haarigen Armen? Du könntest durch jede Wand brechen. Gute Nacht, liebes Spielzeug. Hast du mein Kätzchen gesehen? Es ist der lustigste und schlauste Kerl. Du willst ihn mögen. Clowns an der Wand im Haus der Verrückten. Dein kleiner Hut ist sehr niedlich. Sie bleiben besser in ihrem Rahmen. Ja, das hoffe ich auch. Hey, Elefant, sie sind sehr pink und weich. Sieht so aus, als hättest du für den Zirkus geübt. Und dein Bauch ist voll mit Liebe. Ach, süß. Oh, Actionfiguren. Könnte mir jemand helfen, mein Kätzchen zu finden? Der Soldat hat sein Bein im Krieg verloren. Und der Cowboy fraß die Prinzessin. Kleines Papierschiffchen nehme ich mit aufs Meer. Ich frage mich, ob dieses Papierschiff schwimmen kann. Denn wenn es sinkt, ertrinke ich, weil ich nicht schwimmen kann. Oh je. Oh, prima. Das können wir bestimmt noch gut gebrauchen. Was macht dieser Junge dort? Hallo, was machst du da? Fran stellt immer die richtigen Fragen. Es klappt nicht, das Papier funktioniert nicht. Oh, ich sollte vielleicht ein bisschen anspringen. Es klappt nicht, das Papier funktioniert nicht. Das ist übrigens auch sehr witzig. Als ich die letzte Aufnahme gehört habe, dachte ich hätte total verschieden synchronisiert. Und dann fiel mir auf, dass die Stimmen doch alle recht ähnlich klingen. Ah, I'm sorry. Was meinst du? Das Papier sollte funktionieren, wie Sie gesagt haben. Aber was muss das Papier denn tun?
Ich brauche das Papier, um zu sehen, was im Fernsehen läuft. Oh, verstehe, aber warum klappt das nicht? Die Wellen müssen stark sein. Bitte wechsle den Kanal. Das machen wir mal. Ach, süß, hier steht Kill Monday. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Bild dazu beiträgt, dass man sich wieder normal fühlt. Oder diese, was ist das, ein Cupcake? Okay, hier ist nichts. Human Testing Approved. Ja. Eine Ameise und ein Tannenzapfen. Was soll das sein? Ich schaue noch mal schnell durch. Sieht man da irgendwas? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich probiere jetzt mal aus, ihm zu helfen. Oh, die Wellen müssen stark sein. Bitte wechsle den Kanal. Okay, das war es immer noch nicht. Das sieht auch nicht so stark aus. Es schneit aber genauso. Die Wellen müssen stark sein. Bitte wechsle den Kanal. Ja, okay, das ist es also nicht. Also irgendwas ist komisch mit diesem Bild. Seht ihr da irgendwas, Leute? Ich schalte mal nochmal durch. Ich habe das Gefühl, dass man da irgendwas erkennen sollte. Hier ist doch was. Oh, ich glaube jetzt, ich weiß, was man erkennt. Leute, dieses Bild, was man am Anfang im Intro gesehen hat, hier sind ihre Haare, das sind zwei Augen. Wir probieren mal einfach das aus. Es klappt. Es klappt. Eine Wunde, danke. Papier blickt positiv. Super, kann ich es sehen? Nein, das gehört mir. Wenn du willst, kannst du das Papier haben, das nicht funktioniert. Oh, danke dir. Ich nehme an, auf diesem Papier kann ich etwas schreiben oder malen. Bin beschäftigt. Papier blickt durchsichtig in Aktion. Okay, dann nehmen wir das mal. Wo ist denn das Papier? Oh, jetzt ist aber unhöflich. Okay, super. Jetzt kann ich schreiben oder malen, wenn mir langweilig ist. Ups. Okay. Dann gehen wir mal. Ach nee, wir haben noch keine Routinen benutzt.